Mein Name ist Michael Kopp, ich leite die Akademie für neue Medien und Wissenstransfer an der Uni Graz. Wir beschäftigen uns mit neuen Medien und dem Einsatz neuer Medien und wir unterstützen Lehrende der Universität dabei, wenn sie mit neuen Medien ihre Lehre anreichern und erweitern möchten. Imox ist die erste und einzige österreichische MOOC-Plattform. Die Plattform wird betrieben von der Universität Graz und der Technischen Universität Graz. Zu Beginn war es ein Projekt. Dieses Projekt wurde gefördert vom Zukunftsfonds Steiermark. Mittlerweile ist die Förderung ausgelaufen und IMOX steht sozusagen auf eigenen Füßen. IMOX ist eine Plattform, an der mittlerweile rund 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligt sind. Man könnte also sagen, dass IMOX somit die drittgrößte Universität in der Steiermark ist. Wir haben im Sommersemester 2014 mit 3 Kursen gestartet. Mittlerweile sind 14 Kurse auf der Plattform verfügbar und diese 14 Kurse werden zum Teil auch schon wiederholt aufgrund der großen Nachfrage und andererseits gibt es eine Menge von Kursen, die im Wintersemester 2015 erstmals angeboten werden. IMOX Also die Besonderheit von IMOX besteht darin, dass im Gegensatz zu vielen anderen herkömmlichen MOOC-Plattformen und Anbietern, die im kommerziellen Bereich angesiedelt sind, auf IMOX mit Open Educational Resources gearbeitet wird, was einfach bedeutet, dass alle Materialien, die auf der Plattform verfügbar sind, nicht nur von den Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern, sondern auch von allen, die diese Materialien in der eigenen Lehre einsetzen wollen, frei verwendet werden können, das heißt ohne urheberrechtliche Bedenken und in den meisten Fällen aufgrund der Verwendungen spezifischer Creative Commons Lizenzen diese Materialien nicht nur frei verwendet werden können, sondern vielfach auch modifiziert und für den eigenen Unterricht individualisiert angewendet werden können. IMOX hat in mehreren Kursen eine große Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren beim Kurs Gratis Online-Lernen. Da hatten wir über 1000 Teilnehmer und auch im Bereich des Kurses Lernen im Netz hatten wir knapp 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist an und für sich schon eine Erfolgsgeschichte, weil man eben einfach den Faktor für österreichische Verhältnisse herunterbrechen muss und das eben in diesem Verhältnis mit Deutschland vergleichen kann, wo es natürlich Kurse gibt, die viel mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben. Aber wie gesagt, für österreichische Verhältnisse ist das durchaus eine Erfolgsgeschichte. Für Schulen im Speziellen haben wir mehrere Kurse im Angebot. Eines dieser Kursangebote beschäftigt sich mit sozialen Medien. Der Kurs heißt Soziale Medien und Schule. Hier geht es darum, dass Expertinnen und Experten, sowohl wie auch Schülerinnen und Schüler, zum Thema soziale Medien sich gegenseitig interviewen und unterschiedliche Aspekte dieses Themas darstellen. Da geht es einerseits um Cybermobbing, da geht es aber auch um rechtliche Aspekte, da geht es auch darum, wie soziale Medien in der Schule eingesetzt werden können. Und genau diese Aspekte haben uns gezeigt, aufgrund der Rückmeldungen von Lehrerinnen und Lehrern aus Schulen, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, dass dieses Thema sehr gut ankommt. Wir haben beim ersten Kurs rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt und aufgrund der großen Nachfrage wird es auch einen zweiten Kurs geben, das heißt einen zweiten betreuten Kurs und dieser Kurs wird jetzt im Sommersemester nochmal angeboten. Ein zweites Beispiel wäre der Kurs Mechanik im Alltag. Dieser Kurs wurde speziell für die 8. Schulstufe entwickelt. Hier geht es um Basics der Physik aus dem Bereich Mechanik. Und in diesem Kurs geht es einfach auch darum, dass diese Praxisbeispiele wirklich sehr praktisch auch von Lehrerinnen und Lehrern angewendet werden können. Beim ersten Durchgang dieses Kurses, beim ersten Angebot, war es einfach auch so, dass zwei Schulklassen eines Gymnasiums in Graz diese Inhalte auch verwendet haben und in Form eines Flipped Classroom-Prinzips die Filme den Schülerinnen und Schülern als Hausaufgabe sozusagen zum Anschauen gegeben haben und während der Unterrichtsstunden dann über die Inhalte diskutiert wurde. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes praktisches Beispiel dafür, wie man MOOCs im Unterricht sehr gut anwenden kann.
Grundsätzlich sind MOOCs, glaube ich, ein sehr guter Boden dafür, um Open Educational Resources weiter zu verbreiten. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sehr viele Menschen an diesen MOOCs interessiert sind. Wir betreiben auch ein sehr, sehr offensives Konzept und sehr offensive Marketingkampagnen dahingehend, dass wir immer wieder erwähnen, dass eben genau die Verwendung von Open Educational Resources eine Besonderheit von eMOOCs darstellt. Und diese Verwendung für uns auch sehr wichtig und zentral ist. Das bedeutet bei uns, dass das eine Grundvoraussetzung ist und nicht verhandelbar ist, dass alle Materialien, die im Rahmen dieser MOOCs produziert werden, auch Open Educational Resources sein müssen, sprich unter einer CC-Lizenz stehen müssen. Die Hindernisse haben einfach damit zu tun oder sind basieren darauf, dass natürlich Materialien, die nicht unter einem Copyright stehen, meist neu produziert werden müssen. Und das bedeutet, dass in jeder Videoproduktion, für jede Kurseinheit, in jedem MOOC sehr viel Aufwand betrieben werden muss. Es ist davon auszugehen, dass in wahrscheinlich über 90% aller Fälle von PowerPoint-Präsentationen, die in Lehrveranstaltungen, in Präsenzlehrveranstaltungen verwendet werden, einfach Urheberrechtsverletzungen drinnen sind. Und diese Urheberrechtsverletzungen, die bestehen, sind in einem Hörsaal zwar auch problematisch, aber natürlich nicht so problematisch, wie im Fall, einer Publikation über das Internet. Und das bedeutet, dass viele Lehrende, die auf Materialien zurückgreifen wollen, wenn sie an bestehende Materialien zurückgreifen wollen, wenn sie einen MOOC produzieren, das nicht können, weil eben diese Urheberrechtsverletzungen da sind. Und das wiederum bedeutet, dass diese Materialien neu erstellt werden müssen. Das ist ein Zeitproblem auf der einen Seite, das ist aber auch ein Kompetenzproblem. Dann nämlich, wenn diese Materialien in multimedialer Form neu gestaltet werden sollen, was natürlich für Lehrende nicht nur einen Zeitaufwand mit sich bringt, sondern vor allem auch die Notwendigkeit mit sich bringt, dass diese Lehrenden mit multimedialen Produktionen umgehen können, was vielfach einfach nicht der Fall ist. Das ist eine wirkliche Schwierigkeit in der Verbreitung und in der Produktion von OER, einfach aus dem Grund heraus, weil diese Materialien nicht vorhanden sind. Auf der anderen Seite ist einfach zu sagen, dass mit zunehmend mehr OER-Produktionen es natürlich auch einen immer größer werdenden Pool an Materialien gibt, der dann wiederum von Dritten weiterverwendet werden kann. Das bedeutet, je mehr OER entsteht, desto mehr kann darauf zurückgegriffen werden, desto weiter finden diese Materialien dann auch Verbreitung. Und das ist einfach auch ein massiver Vorteil oder ein massives Argument dafür, um Open Educational Resources zu produzieren.